Da ich noch ziemlich viel ungeschnittenes Videomaterial hatte, erwarten euch heute in diesem XXL Reisevlog 2018 viele random Videos und kochende Spaghetti. Seid gespannt! Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen mit der City Express der Deutschen Bahn nach München über Halle in Erfurt. Wir wünschen eine angenehme Reise. Und da ist es auch schon, München. In dieser Stadt habe ich 2016 bzw. 2017 rund 7 Monate gewohnt und gearbeitet. Doch darum soll es heute gar nicht gehen. Ich nehme euch mit auf einen kleinen Spaziergang durch die Innenstadt und habe für ein paar Tage meinen besten Freund besucht. Erste Station, Karlsplatz, Stachus, das Herz Münchens. Von hier aus bin ich die Neuhauser und Kaufinger Straße bis zum Marienplatz gelaufen. Hier gibt es alles zu kaufen. Wolltest du nicht auch schon immer einen Bierstiefel für 925 Euro kaufen? Ich hoffe, der ist ungetragen. Ich kann euch nicht sagen, warum mich im Winter 2018 diese kleinen Figuren so fasziniert haben. Aber irgendwie habe ich ganz schön viel Bildmaterial davon. Doch Schluss damit. Sehr verehrte Kunden, leider ist diese Tür geschlossen. Bitte benutzen Sie die Türen nebenan. Tut mir leid, liebe Bayern. Das mit der deutschen Sprache müssen wir nochmal üben. Die andere Sache, die mich anscheinend fasziniert hat, waren Blumen und Springbrunnen. Das Rathaus am Marienplatz hat es dafür kaum aufs Bild geschafft. Ich hab doch versprochen, in diesem Video gibt es noch Spaghetti. Ich weiß aber auch nicht warum. Na dann, in das Wasser, fertig, los! Durchs Bild. Flo, trifft mal ein bisschen Spannung. Die zwei rechten Spuren verbinden, um rechts zu bleiben. Eins muss ich ja sagen: München bei Nacht sieht fantastisch aus. Es war mir eine Freude, mal wieder kurz vorbeizuschauen. Und es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein. Doch. Genug mit der Münchner Freiheit. Jetzt geht es erstmal wieder zurück nach Sachsen. Mein Papa war zu Besuch in meiner Studienstadt mit Weider. Wir haben daher Ende Mai der nahegelegenen Burg Griebstein und Umgebung einen Besuch abgestattet. Bei so schönem Wetter wie an diesem Wochenende echt zu empfehlen. Vor allem, wenn oben auf der Burg noch ein Mittelalterfest ist. Liebes Reisbahn, da sind wir mit diesem Instrument als Paddel durch einen langen Fluss geschwommen, ohne
los? Wo ist los? Wo sind an ein Ufer geraten? Wo sind an ein Ufer geraten? Da stand ein kleines, kleines Haus. Am nächsten Tag ging es dann ins SMAC, das staatliche Museum für Archäologie in Chemnitz. Das ist tatsächlich zu empfehlen. Tolle, moderne Ausstellungen, die sehr schön visualisiert sind, mit besonders vielen Tierdarstellungen. Ach, wo ich das gerade sehe. Wie nennt man einen Bär, der schreiend auf einer Kugel sitzt? Einen Kugelschreibär? Dafür gibt's gleich wieder böse Blicke. Und da sind sie wieder, die Blumen. Ansonsten muss ich sagen, dass ich die kleine Innenstadt sehr schön finde. Klein heißt aber auch, dass man da sehr schnell durchgelaufen ist. Und ansonsten die Stadt der Moderne, wie man es an der Autobahnausfahrt zu lesen bekommt, kann ich hier wirklich nicht entdecken. Letzte Station auf dieser Reise, die Ostsee. Ich liebe den Norden. Neben meiner allseits geliebten Heimatstadt Berlin ist Norddeutschland meine zweite Heimat. Die schönen ruhigen Bilder aus dem Norden möchte ich außerdem gern nutzen, um nochmal kurz das aufregende Jahr 2018 zu reflektieren. Das sicherlich aufregendste ist, dass ich dieses Jahr als böser Hauptdarsteller namens Zosa im Musical AIDA innerhalb unserer Hochschulbühne auftreten durfte. Ich habe lange nicht daran geglaubt, dass man mir das zutrauen würde, aber ich glaube, wir allesamt waren verdammt gut. Viel ist 2018 passiert. Und jetzt ist schon so gut wie die Hälfte meines Medienmanagement-Studiums vorbei. Doch die andere Hälfte steht ja noch bevor. Hiermit möchte ich mich bei allen bedanken, die mich privat und auch auf meinem beruflichen Weg in die Medien begleiten. Sowohl meiner Familie, aber auch vielen, vielen weiteren Menschen, die mich immer wieder unterstützen und mir zum Beispiel die Möglichkeit gegeben haben, schon mal in meinen Traumberuf was mit Medien reinzuschauen. Besonders möchte ich mich aber bei all meinen wunderbaren Freunden bedanken, die dieses Jahr zu dem gemacht haben, zu dem es wurde. Danke. Ich freue mich auf 2019. Und ich weiß jetzt schon, es wird mindestens genauso aufregend. Und viele spannende Projekte mit tollen Menschen warten auf mich. Also macht es gut. Wir sehen und hören 2019 wieder voneinander.